Sie verdienen ihr Geld in den Bergen des Himalaya, die Sherpas, die Rai oder Gurung, die mit den Bergsteigern und Trekkingtouristen aus aller Welt im Schatten der 8000er wandern. Aber auch die Sherpas zieht es, wie die meisten Nepali, in die Hauptstadt Kathmandu, eine Stadt mit großen sozialen Unterschieden, in einem der ärmsten Länder der Welt. Staatsreligion ist der Hinduismus. Die Sherpas gehören der buddhistischen Minderheit an. Pinchu Sherpa kam vor 20 Jahren nach Kathmandu. In der Stadt habe ich viel mehr Möglichkeiten. Oben in den Bergen kann ich meinen Horizont nicht erweitern. Und 6 oder 7 Monate lang ohne Arbeit zu sein, das ist sehr langweilig für mich. 2 Millionen Einwohner leben im Großraum Kathmandu. In der Stadt selbst eine gute 500.000. Unter ihnen etwa 30.000 Sherpas. Das sind fast 10-mal so viel wie oben in der Everest-Region. Die Stadt bietet einfach mehr berufliche Perspektiven als die abgelegenen Bergtäler. Viele Sherpas sind erfolgreiche Unternehmer. Sie betreiben Trekkingagenturen und besitzen sogar eigene Fluglinien. Wenn die beiden Brüder Mingma und Angdanu mit ihrem Cousin Fincho von Kathmandu aus in ihre Heimat reisen, brauchen sie ein Flugzeug oder den Helikopter. Zu Fuß wären sie 10 Tage lang unterwegs. Die letzte Straße endet nach 180 Kilometern an den ersten steilen Berghängen. Wir fliegen über die Hügel des Solukhumbu, des Lands von Milch und Honig, wie die Sherpas sagen. Im Khumbu, dem nördlichen Teil davon, leben etwa 3.500 Sherpas. Von Sianboche aus starten die meisten Everest-Besteigungen. Von hier aus wird auch der Müll abtransportiert, den die Bergsteiger hinterlassen. Wir müssen die Berge sauber halten, weil der Everest unser Gott ist. Pemba Sherpa kommt gerade vom Gipfel zurück. Wir hatten sehr schlechtes Wetter. Es war nicht bewölkt oder neblig, aber dafür sehr windig. Deshalb habe ich ein paar Frostbeulen auf den Wangen. Und die Bergsteiger konnten keine Fotos machen, weil es so stürmisch war und ihre Kameras eingefroren sind. Die Bergsteigersaison ist zu Ende. Jetzt gehören die Berge wieder den Sherpas. Ihre Welt verändert sich rasant. Seitdem es Strom hier oben gibt, hält die Moderne Einzug. Elektrogeräte aller Art bis hin zu Kühlschränken werden hier heraufgeflogen. Ein Haus zu bauen kostet 100.000 Euro. Das kann sich nur leisten, wer mit dem Touristengeld verdient. Träger bekommen 7 Euro am Tag. Sie werden nach Gewicht entlohnt. Manche schleppen bis zu 100 Kilo schwere Lasten. This is a refrigerator. Das ist ein Kühlschrank. Der ist für uns. Es wird immer mehr gebaut und dafür wird der Naturstein gebrochen. Das zerstört das Gebiet, die natürliche Schönheit dieser Landschaft. All das ist für die Touristen, weil die das Geld bringen. Manchmal denke ich, dass wir irgendwann zwar sehr reich sein werden, aber arm im Geist. Und dann sind wir die Ärmsten auf der ganzen Welt. Die Entwicklung hat eben auch ihre Schattenseiten. Traditionelle Werte drohen verloren zu gehen. Namche ist heute das Zermatt Nepals, eine Fußgängerzone für Leute mit Geld. Die Gleichförmigkeit westlicher Konsumgüter uniformiert das Leben. Früher trieben die Sherpas Handel mit Tibet. Heute ist ihre Haupteinnahmequelle der Tourismus. Auch Finchos Familie betreibt eine Lodge. Die Wassermassen des Himalayas sind das weiße Gold Nepals, die einzige natürliche Ressource, die das Land hat. Es ist allerdings schwierig, die Wasserkraft zu nutzen, denn die Technik wird in dieser Höhe stark beansprucht. Die reißenden Bäche führen Steine und Schlamm mit sich.
Das erste Wasserkraftwerk sollte am Ufer des Bote Kosi stehen. Doch ein ausbrechender Gletschersee riss das Krafthaus hinweg. Zum Glück standen die Maschinen noch nicht drin. Die Österreicher fingen noch mal von vorne an. Ein neues Krafthaus wurde an sicherer Stelle weiter oben errichtet und 1995 eingeweiht. Es liegt fast 4000 Meter hoch, vielleicht das höchste Wasserkraftwerk der Welt. Hier in Kunjung sind Angdanu und Mingma aufgewachsen. Ihre Mutter und ihre Schwester leben noch hier. Geheizt wird nach wie vor mit Feuerholz, aber der Holzverbrauch ist, seitdem es Strom gibt, um ein Drittel zurückgegangen. Mit der Erstbesteigung des Everest hat der Wandel in Kumbu begonnen. Und mit dem Strom ändert sich das Leben, schneller als je zuvor.